Ja, und damit willkommen zu Train Sim World 4. Ich werde heute mal eine kleine außergewöhnliche Sache machen. Und zwar habe ich das in den Kommentaren gelesen, dass ich mit der Dampflok immer noch so ein bisschen, naja, ich sag mal, aggressiv umgehe. Ist jetzt auch nicht schlimm, weil ich bin wirklich so einer, der auch zugeben muss, so wirklich Ahnung habe ich davon jetzt halt auch nicht. Ich kann nicht, was sind denn so 10 Wagen? Wenn 7 Wagen? Ist da alles nur... Ist dann alles die... Alles nur die Lok, also gar nicht der Wagenpark? Ist ja auch dumm. Ja, komm, wir probieren es einfach jetzt mal. Ach, ist ja nur so ein kleiner Dampflok-Test. Sag ich mal. Komm, spawn das Ding. Tschüss. Wir nehmen 012. 104, so circa, ne? Ist ja nämlich mein Repaint. Was immer noch nicht fertig ist, aber hoffentlich eigentlich, es sollte ja eigentlich schon fertig sein. Nur ich kam nicht so. So. Jetzt eine kleine Fahrt werden. Wir probieren es mal mit diesem Wagen aus. Weil ich danke. Endlich habe ich es probiert. So. So, ne? Ja. Wunderbar. Funktioniert alles. Licht anmachen? Nö, Tunnel haben wir jetzt eigentlich eher wenig. Ja. 12, 104. In einer ja, besonderen Art. Gut, ich habe mir Mühe gegeben. Kommt ja noch. Hier nimmt er die Kupplung, ja. Warte mal. Es müsste doch bitte nicht rocken, wenn ich es so. Es müsste ja eigentlich auch so funktionieren, ne? Oder geht das nur beim Trennen? Arsch mich doch nicht. Ah. Vorwärtsgang, also na, ach, ihr wisst schon. Einmal nach vorwärts. Nach Vorwärtskurve, genau. Einmal nach Vorwärtskurve. Naja. So, verbunden sind wir. Hier sind wir dran. Wieso ruckelt es so? Es tut mir so leid. Manchmal ruckelt der halt echt. So, rechts entriegeln dürfte er ja nicht machen, ne? Du hast ja nicht, erkennst ja, sieht so kacke aus. Ey, eine Dampflok an dem Intercity.
Aber gut, das sind nur Testzwecke. Jetzt erstmal. Ich will nur den Intercity-Wagen parken. Ja, wo fahren wir denn hin? Sagen wir jetzt mal wirklich hier so hin. Wo ist das? Weiß ich nicht. Hude. Hude ist okay. So, Daten vom Tinder fehlen nur noch, ne? Oh, 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 oh. Hat 15 Meilen, glaube ich, ne? Schließen die erst? Wir testen es ja jetzt. Wie genau fahre ich denn mit der Dampflok? Also, na komm, so. Wir sind ja noch nicht bei 60 km/h angekommen, ne? Also Dampfloks sind irgendwie, ich verstehe es mit dem Richtungswender nicht so ganz. Richtungswender, so heißt das. Oder Fahrtrichtungsanzeige. Nein, mit dem Richtungswender, wie das dann ist, wann man ihn hoch oder runter schieben muss, wie das mit der Geschwindigkeit ist. Ich meine, jetzt sind wir auf Vollanschlag. Bei 100%, weiß ich nicht, ob das allzu gut ist.
sein, dass ich hier. Zur Hölle sind denn 40 Gramm high, mein. Die komischen Lichter, ne? Muss keiner verstehen.
Ich werde es nie verstehen. Ich hoffe trotzdem, dass es halbwegs. Halbwegs irgendwie. Dass das richtig ist. Und ich da. Halt mal hier. Ja. Oh, bin ich echt so weit zurückgegangen? Scheiße. Wollte ich gar nicht. Ja, okay. Tasten sind jetzt halt echt nicht so klasse. Ja. Nicht ruckeln, nicht ruckeln. Ja, gut, die Türen. Ah, komm, schaffen wir schon irgendwie. Ja, siehst du, pack. Schaffen wir. Gut. Wäre schön, wenn er aufhören würde zu ruckeln. Aber. Oh, was ist das? Ey, was ist denn mit dem Geruckel jetzt gerade aktuell? So, da willst du nicht drauf. Nein. So, wie weit stehen wir hier weg? Zwei Wagen, theoretisch. Die nicht reinpassen. Soll mir egal sein. So.
dann würde ich jetzt einfach mal an dieser Stelle sagen, das war's mit dieser kleinen Fahrt. Ich hoffe irgendwie, dass man das so mit der Dampflok ein bisschen zeigen konnte. Liebend gerne, helft da bitte ein bisschen, wenn das irgendwie geht, so ein bisschen zum Erklären. Weil, wie gesagt, es ist etwas unverständlich für mich, wie das denn jetzt so genau gemacht wird. Oder ab wann man dann halt den Richtungswender zurückdreht und so weiter. Fährt man mit voller Leistung und so weiter. Und so weiter. Da wäre ich halt immer gerne für jede Hilfe bereit und offen. Ja, dann würde ich auch sagen, war es das mit der Fahrt mit unserer 012-104 oder auch 1104 01 1104, so müsst ihr uns ja sagen. Ja, das Repaint werde ich dann jetzt auch noch hoffentlich in den nächsten Tagen fertig machen. Ne, weil hier fehlen noch, eigentlich fehlen nur noch hier die Beschriftung, hier der DB-Keks. Dann ist sie ja eigentlich soweit fertig. Und dann müsste auch eigentlich alles wunderbar sein. Gut. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten TSW-Folge dann einfach. Bis dahin, tschüss.